Morgen, ich sitze wieder an der gleichen Stelle. Ich habe zu meiner Ehefrau gesagt, die grüne Farbe der Blätter kommt davon, dass es ja in letzter Zeit wieder etwas geregnet hat. Die Autokennzeichen hier, also blau-gelb und dann kommt ein zweimal groß A. Das kann einem ja sympathisch sein. Der Diesel-VW-Bus fährt jetzt los, der hat lange Zeit gebraucht, der hat den erst warm laufen lassen. Also das haben die noch nicht gelernt, dass man den Motor anmacht und dann losfährt. Das sei besser für den Motor angeblich, so ewig lang laufen lassen. Gut, das ist eine Frage des Dazulernens. Die Frage ist, ob diese Damen und Herren überhaupt dazulernen wollen. Die Kinder sind laut, die höre ich auch hier. Vielleicht hören Sie das auch im Hintergrund. Kinder sind immer laut, die brauchen Freilauf. Und das darf man nicht vergessen. Ich habe ja zum Thema Schwimmbad mich geäußert, dass man da zu wenig Geld eben kommunalpolitisch zur Verfügung stellt, dass die Kinder eben die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Dagegenüber ist ja die Hermann-Hesse-Bahn-Linie, habe ich auch schon erwähnt, dass die bald in Betrieb gehen soll. Meine Ehefrau hat auch gesagt, wenn du dann mal so weit bist, können wir da auch mal mit der S-Bahn vielleicht nach Bad Liebenzell oder Calw runterfahren. Calw, habe ich gesagt, das ist eine andere Strecke. Hier kommt trotzdem eine Vespe, obwohl es etwas kühl ist heute. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich hier mit der Benennung einer Kontaktperson hergewackelt bin. Ich habe aber gemerkt, dass die Beine durch die zwei Schlaganfälle nicht mehr so sind wie früher. Es kommt zwar Kraft zurück und man kann auch die Gleichgewichtsproblematik ausgleichen durch einen geeigneten Stock hier.